Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Es läuft automatisch, ihr habt so gewollt. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Es läuft automatisch, ihr habt so gewollt. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Es läuft automatisch, ihr habt so gewollt. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Es läuft automatisch, ihr habt so gewollt. Es macht mich verrückt, wie sie uns verführen. Und hab die Schnauze voll vom Zahlen der Gebühren. Verprogrammierte News ihrer süßen Lügen. Ablenkungsmanöver, um uns alle zu betrügen. Deine Augen sollen nicht glauben, was sie sehen. Deine Ohren nicht denken, dass sie verstehen. Im Gewand des Teufels mit Satans Magie kommt ein neues Gimmick aus der Maschinerie. Da steht's immer wiederkehrende und gleiche Spiel. Neuer Name und Gesicht, doch das gleiche Ziel. Rein in deinen Kopf und in deinen Geist. Zeitraubend, bis du nicht mehr weißt, wie du heißt. Immer wieder ein vermeintlicher neuer Trick, um sich noch schneller zu bereichern mit Hirnfick und Schwachsinn, der dein Denkvermögen lähmt. Als hätte ich das nicht so oft schon erwähnt. Doch mein Geist fragt und gräbt viel zu tief und entlarvt so die Szenerie der Maschinerie. Dinge, die entwickelt wurden, dass andere leiden. Und um dein Gehirn in den Wahnsinn zu treiben. Lautsprecher dröhnen in deinen Kopf und sagen, was andere über jemand anders gesagt haben. Für dich, damit du tust, was sie wollen und dass du's tust. Nein, ja, langsam, schnell, auf zum nächsten Duell. Macht ist wie ein Kettenkarussell. Machen dich heim mit ihren neuesten Lügen und erzählen dir dann, wie, wo und wann sie dich betrügen. Doch mein Geist fragt und gräbt viel zu tief und entlarvt so die Szenerie der Maschinerie. Das immer wiederkehrende und gleiche Spiel. Neuer Name, neue Fresse, doch das gleiche Ziel. Fabriken des Wahnsinns, spiel mit deiner Eitelkeit, zerstören mit Kalkül dein Selbstwertgefühl. Erzählen dir dann was von Erfolg und was du dafür brauchst. Und wenn du es dann glaubst, bist du der Werte beraubt. Verseuchen deinen Geist, um so herauszufinden, wie ihre Regeln am schnellsten Anwendung finden. Den Konzept Schulen der teuflischen Regeln, um dich zu testen. Todbringende Maschinen verkaufen sich einfach am besten. Dich haben sie im Auge, um sie zu kaufen, damit möglichst viele, ohne es zu merken, lächeln in den Tod laufen. Ihr bezahlt die Maschinerie, um zu sterben. Systematisierte Lügen unter den Deckmantel verschiedenster Arten. Für euch und eure Erben. Verrat und Täuschung fast sämtlicher Menschen, um im Kampf um freies Denken zu siegen. Vollständige Herrschaft, das Ziel der Nationen, basierend auf Intrigen und Lügen. Und die freidenkenden Opportunen werden getötet von den Lakaien mit den gekauften Seelen. Implantate, welche die lebenden Toten wiederbeleben, um mit Lügen der Welt an die Wahrheit zu stehlen. Zeitungen, Radios, Internet und Fernseher, welche die Lügen über die sieben Meere verbreiten. Roboter, Menschen mit Computergehirnen, die auf Raketen, Autos, Zügen und Flugzeugen reiten. Wie der Teufel auf dem Esel der Menschheit. Künstlich erzeugte Bewegung, schneller als ein Gefühl für Zeit berechnet, um dich in den Wahnsinn zu treiben. Angenehm, luxuriös, leben mit Menschen als Sklaven. Warm und angenehm leben ist besser als Frieren und Leiden. Denn der Teufel will dich glauben machen, er sei Gott. Auf deinem beschleunigten Weg zum Schafott. Chemische Drogen lassen dich fliegen. Und die Maschine kreiert dazu stets neue Lügen. Für Macht, Schein, Glanz und Ruhm. In dem Spiel steht das gleiche Spiel. Neuer Name, gleiches Ziel. Computerprogramme für die weltweite Übernahme. Getarnt im Namen von Liebe und Frieden ist das Infame. Da alle von ihnen lügen und weiter versuchen, die Menschen zum Töten zu bewegen und zu überreden. Populationskontrolle der Menschen mit Seele auf der gesamten Erde. Manipulation mit kleinen bunten Pillen des Willens der gesamten Herde. Um die natürlichen Geburten unter Kontrolle zu halten und den Rest bei Bedarf zu Tode zu verwalten. Hinter den Kulissen des Systems träumt die Maschinerie von der Eroberung und Beherrschung der Welt. Von den fernsten Punkten des Universums bis in die kleinste Nation dieser Erde. Radar, Sonar, Laserstrahlen, Jets, Panzer, Höllenqualen, Megatonnen, Haarbomben, Napalm und Giftgas. Der ganze Scheiß wird dich töten und zwar schnell, aber du merkst nicht wie, alles Produkte der Maschinerie. Und der als Mensch verkleidete Teufel wird predigen, dass Gott tot sei. Und die meisten werden glauben, was der Teufel sagt. Und der spielt sich auf als die Weltpolizei, weil keiner seine Beweggründe mehr hinterfragt.
Und der Leier schießt das gleiche Lied rauf und runter. Dann geht die Sonne im Westen auf und im Osten wieder unter. Und wenn dann das Ende naht, und wenn dann das Ende naht, und wenn dann das Ende naht, sehen Frauen aus wie Männer und Männer aus wie Frauen. Du glaubst es kaum und willst deinen Augen nicht trauen. Und die halbe Welt versinkt in einem einzigen Tanz, hypnotischer Trance, als ob sie keine Sorgen mehr hätten. Doch das sind dann die Zeichen für den Wandel und das nahende Ende. Ein seit Jahrhunderten prophezeiter Holocaust einer Welt der Millionen Brände. Und nur die Rechtschaffenen werden überleben. Die Teufelsmaschine stirbt an ihren eigenen Lügen. Die Überlebenden spielen an ihre eigenen Lieder. Und Frieden, Liebe und Freude herrschen wieder. Und der Mensch wird dann verstehen. Und der Mensch wird dann verstehen. Und der Mensch wird dann verstehen. Und leben in Harmonie und Frieden. Und die Sonne wird wieder im Osten aufgehen.